Hallo YouTube und willkommen zurück bei Mythologische Minute. Heute spreche ich über den größten Heroen der Griechen, Herakles. Seine Jugend, wie er ausgebildet wurde und was er alles erreicht hatte, bevor er 18 wurde, war das Thema einer vorherigen Präsentation. Heute widmen wir uns jedoch dessen, was Herakles so bekannt macht: seine 12 Arbeiten. Wie und warum es dazu kam, dass der Sohn des Gottes Zeus diese Aufgaben erledigen musste, werden wir im Nachfolgenden klären. Aber bevor es losgeht, lasst doch ein Abo da und gebt mir doch einen Kommentar. Los geht's! In der letzten Sitzung zur Jugend des Herakles sah der Sohn des Zeus eine glückliche Zukunft. Hatte Megara, die Tochter des Königs von Theben, als Ehefrau erhalten und herrschte fortan als König über den mächtigen Stadtstaat. Seine Frau schenkte ihm 5 Kinder, 3 Söhne und 2 Töchter, und alles hätte gut sein können. Nun trat eine alte und grausame Feindin wieder ins Rampenlicht. Hera, die Gottkönigin des Olymps, die stets eifersüchtige Ehefrau des Zeus, missgönnte dem Bastard ihres untreuen Ehemannes das Glück. So griff sie in einem Schicksal nach ein und schlug Herakles mit Wahnsinn. Der Halbgott schrie auf und verlor jede Selbstbeherrschung, unfähig, Wahnsinn und Realität auseinanderzuhalten. In seinem Wahnsinn griff er zu Pfeil und Bogen und erschoss seine und Megaras Kinder und nach einigen Sagen sogar Megara selbst. Doch das war Hera nicht genug, und so sah sie weiter zu, als Herakles schließlich die Kinder seines Zwillingsbruders Iphikles packte und lebendig verbrannte. Erst danach nahm Hera Herakles den Wahnsinn, und dieser erkannte das entsetzliche Blutbad und floh, um sich von seinen Taten reinwaschen zu lassen. Denn nach der Lästerung der Götter gibt es nur eine Sache, die noch verwerflicher war als diese: der Mord an den eigenen Verwandten. Um sich also von seiner Blutschuld zu reinigen, ging Herakles zum König Thespios. Dieser reinigte ihn von der Tat. Das Orakel von Delphi riet Herakles 12 Jahre in den Dienst von seinem Vetter Eurystheus nach Tyrins zu gehen. Dadurch würde ihm endgültig vergeben werden und die Pythia, das Schlangenorakel des Apollon, verhieß zudem die Unsterblichkeit. Und sein Vetter nahm den großen Herakles gerne in seine Dienste und stellte ihm rasch seine erste Prüfung. Diese Prüfung war der nemeische Löwe, der Sohn des zweiköpfigen Orthos, dem Bruder des Höllenhundes Kerberos und dessen Mutter Echidna, der Mutter aller Monster. Von Geburt an unverwundbar schien Herakles keine Aussicht auf Erfolg zu haben. Denn wie sollte er etwas töten, was weder von einem Speer noch von einem Bogen durchbohrt werden konnte? Die Antwort erhielt er vom Tagelöhner Molarchos. Sein Sohn war dem Löwen zum Opfer gefallen,
und er war nur allzu gerne bereit, dem Halbgott den entscheidenden Hinweis zu geben. Denn wenn Herakles den Löwen weder durch Bohren noch mit Pfeilen erschießen konnte, konnte er ihn nur auf eine Weise bezwingen. Er musste den Löwen mit bloßen Händen erwürgen. Herakles in die Löwe, Höhle des Löwen, waffelt mit Pfeilen und Bogen und seiner gewaltigen Keule. Doch beides prallte nutzlos an dem Ungetüm ab, und so besann sich Herakles auf Odysseus Wort. Und mit bloßen Händen, in einem Anfall von Wagemut, attackierte er den Löwen, packte ihn am Hals und erwürgte ihn. Der Löwe starb und Herakles beanspruchte sein Fell für sich selbst. Fortan würde es ihm als seine Rüstung dienen. Zweite Aufgabe ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Die Hydra, eine Tochter der Echidna, war nicht weniger harmlos als der Löwe. Denn die Köpfe der Hydra, sobald sie abgeschlagen waren, wuchsen doppelt nach. Herakles stellte sich dem Ungetüm, köpfte und köpfte, vergebens. Überfordert rief er seinen treuen Knappen Iolaus zur Hilfe. Und der die Halsstümpfe der Hydra mit Feuer ausbrannte, wozu er einen halben Wald in Flammen setzen musste. Zuletzt schlug Herakles mit einem Sichelschwert auch den einen unsterblichen Kopf der Hydra an und begrub ihn unter einem Felsen. Doch sein Vetter Eurystheus war nicht bereit, diese Aufgabe anzuerkennen. Schließlich hatte Herakles Hilfe von Iolaus erhalten. Dennoch reichte ihm Eurystheus alsbald eine neue Aufgabe, eine vergleichsweise harmlose. Herakles sollte lediglich die kyrenitische Hirschkuh einfangen. Es handelte sich dabei um eine von Kyrenias Landplagen, die die Felder der Bauern verwüstete. Keiner wagte es, dieses Tier zu erlegen. Zum einen war es schneller war als mancher Pfeil und zudem dem Schutz der Jagdgöttin Artemis unterstand. Eine Frau, die nur wenig barmherziger war als Hera. Herakles wagte es dennoch und jagte die Hirschkuh ein Jahr lang durch entfernte und unbekannte Gebiete. Dann erst war das Tier erschöpft genug, er konnte es lebend fangen. In Arkadien, dort, wo im Gebirge Kyrenia der Fluss Kyrenites entspringt, warf er ein Netz auf das Reh, während es schlief, packt sie an den Beinen zusammen und nahm sie auf die Schulter. Unterwegs nach Tyriens zu seinem königlichen Vetter stellten ihn Apollon und Artemis der Beute wegen zur Rede und forderten die Freilassung des Tieres. Doch gab Herakles Eurystheus die Schuld und er durfte das Tier mitnehmen, allerdings nur unter der Bedingung, sie am Ziel freizulassen. Ein Versprechen, an den sich Herakles halten würde. Auf ein schnelles, aber harmloses Reh folgte ein schnelles, dafür tödlicheres Wildschwein. Der erymantische Eber hauste auf dem gleichnamigen Berg in Arkadien und suchte die Gegend um Psyssophies heim. Auch ihn musste Herakles
Auftrag seines Königs Eurystheos lebend fangen. Durch Geschrei störte Herakles den Eber vom Lager auf, trieb ihn in tiefen Schnee und fing ihn mit Schlinge und Netz. Als abermals verkroch sich Eurystheos angesichts des Riesentieres in seinen Krug, als Herakles ihm das gewaltige Ungetüm vorführte. Die nächste Aufgabe ließ aber nicht lange auf sich warten. Die Vögel von Stymphalos, großgezogen von Ares, dem Gott des Krieges, eine Art tödliche Sumpfsirene, verdarben mit ihrem Hunger die Erde unter der Argonauten. Die Argonauten waren in der Gruppe von Seepagen auf der Suche nach dem goldenen Vlies. Und nun wurde ihre Weiterreise durch diese Tiefvögel gefährdet. Jedoch fürchteten sie sich davor, sich den Vögeln zu stellen. Denn es heißt, dass sie Menschen fressen würden, nachdem sie diese mit ihren eisernen Federn, die sie wie Pfeile abschießen konnten, getötet hatten. Über Athena, der Göttin der Weisheit, erhielt Hera eine von Schmiedegott Hephaistos gefertigte Rasse, mit der er die Vögel aufscheuchte. So zahlreich waren sie, dass sie die Sonne verdunkelten, als sie aufflogen. Herakles schoss sie einzeln ab. Die, welche entkamen, flohen zur Ares-Insel am Schwarze Meer. Als Beweis, dass er seine Aufgabe erfüllt hatte, brachte Herakles die toten Vögel zu Eurystheos. Die nächste Aufgabe war weniger ein Angriff auf den Körper als eine auf die Sinne. Denn Herakles sollte nun zum König Augias gehen, einem Sohn des alten Sonnengottes Helios. Wie sein Vater besaß Augias eine große Herde an prächtigen Rindern, die sich am Ende als vielleicht zu groß erwies. Denn wegen der ungeheuren Menge an Mist waren seine Stallungen unbrauchbar geworden und das Umland selbst unfruchtbar. Dennoch sollte Herakles die vollgestreckten Stiele an nur einem Tag säubern, wofür er 1/10 der Rinder erhalten sollte. Herakles nahm die Bedingungen an, denn er hatte bereits einen Plan. Er untergrub einfach die Fundamente der Stiele, ließ die Flüsse Alpheios und Peneios hindurchströmen und ruf so den Stein aus. Doch Augias verweigerte Herakles seinen gerechten Lohn, woraufhin ihn Herakles tötete und seinen Sohn Pylos an seiner Stelle einsetzte. Dieser bezahlte Herakles den Lohn. Doch alle seine Mühen waren am Ende vergeblich, denn Eurystheos weigerte sich schlicht, die Aufgabe anzuerkennen, da Herakles sich von einem Augias und später auch von dessen Sohn für seine Dienste hatte bezahlen lassen. So wurde Herakles seine nächste Aufgabe gestellt. Und diese führte ihn auf die Insel Kreta, deren Einwohner durchlitten gerade eine harte Zeit. Denn ihr König Minos hatte den Meeresgott Poseidon verärgert. Seitdem trieben zwei Monster ihr Unwesen auf dem Inselreich. Der Minotaurus, halb Mensch, halb Stier, aber bereits im Labyrinth eingekerkert. Und ein gewaltiger Stier, der das Umland verwüstete. Als Herakles also den Stier des Minos holen sollte, ließ ihn der König gerne gewähren. Herakles trieb den Stier
ihr auf und stellte sich ihm in den Weg. Und mit einem einzigen Hieb seiner gewaltigen Keule brachte er das riesige Ungetüm zu Fall. Er brachte den Stier zurück zu seinem Vetter und bat ihn als Opfertier für Hera an, um sie zu besänftigen. Die stolze Göttin jedoch lehnte ab. Und die nächste Aufgabe sollte nicht lange auf sich warten lassen. Aus Thrakien, dem Heimatort, wo auch der Gott Ares lebte, sollte Herakles die menschenfressenden Stufen des Königs der Thraker, Diomedes, holen. Die Rösse waren mit ehrenen Ketten in ihre blutigen Grippen geblieben, und alle Fremden ließ Diomedes ihnen vorwerfen und von ihnen zerreißen. Das gleiche Schicksal drohte auch Herakles. Der Halbgott jedoch überwand dank seiner Kraft die Leibwache des Diomedes mit Leichtigkeit und warf dem König den eigenen Pferden vor. Gesättigt und gefährdet und zart in Herakles konnte sie seinen Vetter vorführen. Später entließ er sie wieder in die Freiheit. Die nächste Aufgabe entsprang jedoch nicht Eurystheos Verstand, sondern den seiner Tochter. Admete, Tochter des Eurytios, wünschte sich nämlich den Gürtel der Amazonenkönigin als ausgefallenes Geschenk. Und so wurde Herakles an die Nordküste des Schwarzen Meeres geschickt. Zusammen mit den Argonauten, den berühmten Seefahrern der Antike, belagerte Herakles die Stadt der Amazonen Themyscira und zwang sie zur Aufgabe. Hippolyte, Königin der Amazonen und Tochter des Ares, wollte Herakles dann den Gürtel friedlich übergeben. Wieder jedoch erschien Hera auf der Bildfläche, erzürnt über die Leichtigkeit des Geschäfts. In Gestalt einer Amazone wiegelte sie die Kämpferinnen auf, über die Fremden herzufallen, weil Herakles die Königin entführen wolle. Herakles erkannte die Unruhe und hielt Hippolyte nun für wortbrüchig, nahm den Gürtel und fuhr davon. Herakles Arbeiten führten ihn in unzählige Plätze der Welt. Eines Tages reiste er sogar bis ans Ende der den Griechen bekannten Welt, denn Eurystheos befahl ihm, die purpurroten Rinder des Kyrenios zu stehlen. Diese Rinder hatten jedoch zwei grimmige Wächter. Auf der einen Seite den Bach und Ortus, der Bruder des Heldenkönigs Kerberos, der zwar nur einen Kopf weniger hatte als der Wächter des Totenreiches, deshalb aber nicht weniger gefährlich war. Und auf der anderen Seite stand Herakles dem Rinderhirten Geryonios gegenüber. Dieser war ein dreileibiger und sechsarmiger Hühne, ein Sohn der Erdgöttin Gaia und des Meeresgottes Poseidon und ein fürchterlicher Krieger. Beide Wächter erwarteten Herakles auf Eritaia, die Insel der Armröte, die sogar jenseits der Gibraltarstraße lag. Am Ziel traf Herakles als erstes den Bachen Artus und erschlug ihn mit seiner Keule.
und trieb das Vieh weg. Geryonus wurde jedoch von Miniotes, dem Hirten der benachbarten Hadesherde, gewarnt, so dass der Hühner kampfbereit herbeieilte. Herakles jedoch streckte ihn mit einem vergifteten Pfeilschuss nieder. Herakles kehrte also zurück zur Straße von Gibraltar. Dort stellte er einen Felsen auf, im Gedenken daran, wie weit er gesegelt war, seine Aufgaben zu erfüllen. Seit diesem Tag kennen der Mensch diesen Felsen als die Säulen des Herakles. Die ersten 10 Aufgaben hatten Herakles in jeden bekannten Winkel der sterblichen Welt geführt. Doch nun lagen noch 2 letzte Aufgaben vor ihm, und die führten ihn in eine weitaus düstere Welt, in die Unterwelt, die Welt der Toten, das Reich des Gottes Hades. So befahl Eurystheus Herakles, zu den Hesperiden zu gehen, die Töchter des Titanen Atlas, der in ihrer Nähe den Himmel trug. Ihre Aufgabe war es, die goldenen Äpfel in ihrem Garten, ein Hochzeitsgeschenk der Erdgöttin Gaia von stolzer Hera, zu bewachen. Ihnen zur Seite stand auch Lade, ein 100-köpfiger, vielstimmiger und äußerst wachsamer Drache. Herakles wusste, dass er nicht die Hesperiden und den Drachen überwinden konnte. Also ging er zu Atlas und überredete ihn, sie zu holen. Im Gegenzug würde er den Himmel für ihn tragen, was ihm mit der Hilfe der Kriegsgöttin Athena auch gelang. Der lästige Titan entlockte seinen Töchtern die Äpfel, dann aber sei er, als Herakles sie lassen wollte, seinerzeit überlistet worden, so er damals nicht bereits im Steingebirge verwandelt war. Beim letzten Versuch, ihn loszuwerden, beauftragte Eurystheus Herakles damit, den Höllenhund Kerberos gefangen zu nehmen. Herakles mag gezögert haben, den persönlichen Wachhund seines Onkels Hades zu stehlen. Doch letztendlich ging er, fing den Kerberos und rang ihn im gewaltigen Kampf nieder und würgte ihn, bis der Höllenhund sich ergab und auf Herakles Arm oder an einer Kette nach oben bringen ließ. Wobei Kerberos immer wieder versuchte, Herakles mit seinem Schlangenschwanz zu beißen. Eurystheus, der nicht mehr damit gerechnet hatte, dass Herakles zurückkehren würde, versteckte sich voller Angst in seinem toten Bronzekrug, als Herakles ihm den dreiköpfigen Hund präsentierte. Damit hatte Herakles all seine Aufgaben abgeschlossen. Den Höllenhund ließ er wieder frei, so wie es versprochen hatte. Herakles hatte also in mehrfacher Hinsicht gekämpft. Er hatte Monster bezwungen, Könige gestürzt und sich schließlich auch von seiner Schuld befreit. Mit den Aufgaben, die er in der Unterwelt vollbracht hatte, bestätigte er auch seinen Anspruch auf Unsterblichkeit. Mit dieser neuen Unsterblichkeit gesegnet, schien Herakles nun nichts mehr anhaben zu können, auch wenn ihn der Olymp vorerst verwehrt blieb, da Hera immer noch dem unehelichen Sohn ihres Ehemannes Zeus grollte. Erst mit seinem Tod würde er
Herakles zum Gott werden. Doch das ist ein Thema für ein anderes.